She's going up top. Red with the picture perfect. Give me a hell yeah. Jo, 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 Leute, weiter geht es hier im Programm. Ja, Kuro, ich habe mich gerade mal entschieden, das Ganze ein bisschen voranzubringen. Mit Hell Yeah, der WWE 2K Show zum Thema WWE 2K20. Der Kuro ist da und ich bin da und ihr seid da und unsere Xbox ist auch da. Und heute wird Karrieremodus gespielt. Ja, wir haben auch schon WWE Superstars geschmiedet im heißen Feuer des Editors sozusagen. Und die große Neuerung im Karrieremodus von WWE 2K20 ist ja, dass man zwei Charaktere spielt. Korrekt, also zwei. Aber ich habe eine Sache anzumerken, was wir noch nicht geklärt haben. Hm. Wer ist wer von uns beiden? Klassische, wen haben wir denn? Wir haben Bam Bam Baby. Ja, und wir haben El Capitan. In einem Bam Bam Baby. Und wenn ich sie sein will. Aber du hast mich doch gefragt, oder? Naja, ich wollte ja natürlich eigentlich darauf hinaus, dass wir jetzt wieder Stein, Stere, Papier machen müssen, wo du dann gewinnst und dann am Ende sagen kannst. Ich wusste es! Immer. Es ist so einfach. Er gewinnt immer gegen mich. Es ist so einfach. Ich kann Menschen lesen wie ein Mad-Magazin. Nur besser. Noch viel besser. Okay, sollen wir anfangen? Quasi ein Film. Sollen wir anfangen? Wir fangen mal an, oder? Also wir fangen jetzt an mit dem Karrieremodus. Red was one of the toughest opponents I ever faced. No matter how hard I hit her, which was pretty hard, she never backed down. Sorry, it feels strange to stand up here and talk about her in the past tense. Don't get me wrong, I'm honored to do this, but I never thought it would happen so soon. For Red or her best friend Trey. Wherever Red went, Trey was there too. And tonight's no different. They truly are a package deal. They always had each other's backs and that was certainly the case when I faced off against Red and the Money in the Bank. Fang hier schon an. Bam! Bam! Bringe die Gesundheit von Ronda in den gelben Bereich. Ja, zack, da stolpert sie einmal, kriegt sie Dreck auf den Kopf. Eiskalt. Auf den Köppes. Oh, sie sind in der Vega. Ja, die geht da wieder raus. In meinem Regen hat sie nichts zu suchen. Bist du eigentlich auch ein solch glühender Fan von Selina Vega wie ich? Ja, klar. Gut, sind wir uns ja einig. Was? Ich finde dein Outfit überragend. Das hast du gemacht, ne? Das übrigens für euch ganz kurz, wer hier gerade zuschaut. Die Outfits von El Capitan und Bam Bam Baby, die haben wir tatsächlich ganz bewusst einfach randomized, also schon diverse Male und dann bis es schon getaugt hat und gepasst hat. Aber ich finde, für zufällig ausgewählt, passt das schon ziemlich nice zusammen. Ja. Ja, komm. Oder? Ich hätte gerne welche mitgeredet bei der Sache. Aber ja, gut, das hast aber du dann, ja im Heimlichen. Dann hättest du vielleicht nicht die ganze Zeit Honk spielen sollen. Ja, aber ich muss halt auch arbeiten. Oh, nice! Dir ist schon klar, was du im Spiel machen musst, oder? Ja, ich bin ja dabei. Okay. Ah, guck mal hier, wie praktisch. Da hat dir gerade wer, ich weiß nicht, ich glaube Shayna Baszler war es, die dir hier die Leiter in den Ring gelegt hat. Ja, ich brauche keine Leiter in einem Leitermatch. Siehst du? Zack, doch, dafür. So, Ronda, roter Bereich. Jetzt mal schnell. Es wird eng. Für was wird es denn eng? Kuro, Spannungsbogen. Da, guck dir das an. Das ist ein Spannungsbogen. Ja, jetzt nochmal auf die Leiter. Und ja, du auf die Leiter. Das war ein bisschen anders geplant, aber. Ach, genau richtig. Schau, jetzt kannst du zum Beispiel Ronda auf Shane based. Oh, das ist gefährlich. Das war ein Finisher. Das war kein Finisher. Klar, das ist Rondas Finisher. Da geht's aber wirklich drunter und drüber. Sag mal, diese Ronda Rousey, hat die jemals in ihrem Leben schon einen Kampf bestritten? Das kann ja nicht wahr sein. Du machst die ja rund wie nix. In die Ecke. Oder ist einfach Bam Bam Baby so geil? Die ist halt Bam Bam Baby, da ist der Name halt Programm. Warum heißt die eigentlich Red, wenn sie eigentlich Purple Gold ist?
Ja, das kriegen wir noch alles raus. Okay. Vielleicht war das noch in einer frühen Phase ihrer Karriere. Möglicherweise. Haha, Ronda. Da machst du aber Augen, hä? Oh. Oh, Selina. Oh. Stiehlt sich in den Ring. Oh, oh. Zu fix. Aber nicht mit uns. Kuro, komm schon. Niemals. Spannung. What? Was macht der denn hier? Ah, weil er gesehen hat, dass der Koffer so weit oben hängt. Ja. Und Trey ist übrigens, ne? Paket. Möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Ich mag seine Maske. Immer wenn ich Red lese oder Red höre, muss ich immer direkt an M&M's denken. Aber haben wir Süßigkeiten hier? Ein Kürbis. Kannst du nicht. Ja. Da ist er! Komm schon! Hand dran! Ach komm, Ronda! Das ist ein Basskiller. Und jetzt stell dir mal vor, Red stößt sich ab und macht den Sunset Flip von der Leiter gegen Ronda. Sunset Flip Powerbomb von da oben. Ich muss weiter drücken. We're going to use it to make a list of everything we'll accomplish someday when we become WWE superstars. I'll go first to get the ball rolling. Become WWE Divas Champion. What are you two fartwads doing? This table is reserved for wrestling team members only. I thought there was a lot of boogers stuck underneath it. Don't ever touch our stuff again. What, like this? That was a huge mistake. Uh-oh. Brooklyn von Braun. Großartig. Ich finde den Kommentar tatsächlich hier eigentlich ganz cool. Was sich das alles vorstellt und die so, hä, ist das wirklich so abgelaufen? Aha. Das ist echt ganz witzig. Hui. Ja, hättest du dich halt vielleicht mal nicht mit den Ringern von deiner Highschool anlegen sollen. Ja, ja. Dann passiert nämlich genau sowas. Ja, 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 ja. Du Frau hast Kurowski. Die weiß, was sie tut. Ja, 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 ja. Die sieht auch irgendwie aus, als wäre sie besser als du. Ach, niemand ist besser. Siehst du? Und dann zeig nur mal, wie du es ihr zeigst. Picture perfect. Ich will jetzt eigentlich nur. Genau. Nein, ich hab doch. Aber kann das sein, dass Brooklyn von Braun irgendwie mit Braun Lesnar verwandt ist? Ja, oder Braun Strowman. Oder ist es eigentlich Brooklyn? Niemals. Ja, genau. Bleib auf dem Boden. Tritt dir auf deinen Körper, Star. Na, sagst du was nicht? Yes, doch. Nein, das ist der Grund, weil Leute wie du sowas sagen. Guck dir's an. Weil Leute wie du sowas sagen, darf Wrestling im Fernsehen nicht vor 22 Uhr laufen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ja, fang doch mal bitte an, auch dieses Spiel und das ganze Thema ein bisschen gesellschaftsverträglicher zu präsentieren. Nicht einfach immer nur Gewaltorgie. Das ist doch, was soll denn das? Und schauen auch, und schauen auch Menschen unter 21 zu. Ich werde mit meinen oberen Extremitäten diskutieren und dir zeigen, dass ich für meine eigene Freiheit stehen kann. Und was sagen deine oberen Extremitäten dazu, wenn du mit denen diskutierst? Free and them. Freiheit. Ja, das ist gut.
Ich finde es ein bisschen schade, dass es... Wobei, Trey und Red sind ja quasi die Real-Life-Namen von den beiden. Die Real-Life-Spitznamen, ja. Ja, aber, weißt du, du heißt ja auch, in deinem Pass steht ja Kuro. Ja, ja, klar. Ja, in meinem Pass steht Incredible Hulkster. Mhm. Und hier sind es halt Trey und Red. Von daher ist das völlig in Ordnung, finde ich, dass die dann gar nicht Red ist, weil das ist ja nur eine, also was heißt nur, das ist ja eine künstliche Persönlichkeit, Bam Bam Baby. Ja. Ja, nicht schlecht. So langsam, aber sicher bist du... Es dauert aber irgendwie, bis sie... Ja, du musst hier, während sie im Ring steht, nicht liegt. Ach, Schlagebruch, das habe ich gar nicht gelesen. Ich hau einfach nur drauf. Ja, aber cool, ein bisschen. Also, warum nimmst du das hier nicht ernst? Da, guck mal. Da kommt ein Trey. Haha! Oh, komm, Moonsault! Bam! Ich würde mir tatsächlich mal wünschen, so auf die Ringecke klettern und dann aber nicht für den Moonsault abspringen, sondern diesen Inverted, wie nennt man das, wenn die Turmspringer quasi rückwärts zum Wasser stehen, abspringen, aber sich dann vorwärts drehen. Auerbach? Nee, ich glaube, das ist mit Auerbach ist irgendwas mit Schrauben und Drehen und sowas. Aber du weißt, was ich meine, also dieses, du springst rückwärts ab, machst dann aber den anderthalbfachen Vorwärtssalto und landest mit dem Splash auf dem Gegner. Das fände ich. Aber ich würde ihn trotzdem Auerbach nennen. Ja, ja, natürlich. That day is scorched into my brain because that's how I got my nickname, Trey. This is how it really went down. I'm done talking. I'm going to get help. Everyone already knows Hothead Red, but let me introduce you to her best friend, Trey. Get it? Because he busted his butt on a lunch tray. Now her face matches her nickname. I'm never going to be a WWE superstar. I'll just go to college and get a lame job like my parents want me to. You've probably asked yourself a million times, why? Why didn't they want to be my parents? The truth is, we did, but we had to make the hardest decision of our lives because we didn't feel we could give you the life you deserved. And that life is one where you can have the freedom to follow your dreams no matter what they might be, to become anything you want. Fine. But when this whole WWE thing doesn't work out, I'm blaming you. It'll work out. I promise. Come on, wir können mit AJ Styles reden. Yeah. Ich befinde mich jetzt im My Karriere Hub übrigens, ja? Mit dem linken Stick kann man zwischen Personen und Objekten wählen. A, jeweilige Interaktion. Aha. Also quatschen, machen, tun. Drücke X, um zwischen den Handys deiner My-Spieler zu wechseln. Aha, mit Y auf das Telefon und Nachrichten. Yeah. Jetzt verteilen wir mal. So, jetzt wird richtig hart Attribut verteilt. Was hältst du denn von sowas hier? Durch den Tisch. Ja, das passt passt zu Bam Bam Baby, oder? Hot Head Red auf jeden Fall, ja. So, yep. So, next. Pin-Befreiung, immer wichtig. Das stimmt. Soforterholung, auch immer wichtig. Sag mal, durfte ich nicht eigentlich die Attribute verteilen? Aber das, ich habe ja vor jedem gefragt, ob du, also... Entschuldigung. Nicht schlecht, ja. Sorry. Körperzeichen finde ich gut. Ketten Wrestling finde ich gut. Kraftaufgabeverteidigung finde ich gut. Du kannst sie doch, also, du verskillst die doch total. Ach, sei leise. Die kriegt auch den Hammerwurf. Ja. Und zwar, das ist dann der Whip-In übers Seil durch den Tisch. Ja. Grifftempo auch. Ja, das ist immer wichtig. Reversal ist wichtig. Kriegt ihr den unfairen Pin? Nee, ne? Talentpunkte, du kannst jetzt noch die blauen, also das, was nicht grün ist, sondern blau, die könntest du ja, jetzt noch machen, aber da bist du halt noch und da fehlt dir halt noch was. Ich hab mich gar nicht verskillt. Klar, du kannst jetzt wir sind hier noch super auf Fuß unterwegs. Aufs Seil legen. Dirty Pin. Nee. Dirty, dirty. Sind wir dirty oder sind wir nicht dirty? Dirty, dirty. Ja, okay, wir sind dirty. So, El Capitan, und jetzt wirst du merken, auch da sind Attributpunkte zu vergeben. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, dass das... 7. Nein. Oh, DDT? Apron Superplex. Na, nicht schlecht, aber nicht so geil.
da wollen wir hin. So. Den. Turnbuckle. Hammer. Sprungreichweite hier, das ist doch genau deins. Hättest du doch sofort. Oh. Oh. Vier und eins. Käfig, Teufelskerl. Ja, klingt gut. Das klingt gut. Entfesselt, speichere bis drei Finisher. Hm. Hier, eins, eins, zwei, drei. Stärke oder Schwung? Schwung. Habe ich noch nie gemacht. Sollen wir mal? Oder der Kapitän ist deiner. Ja, aber ich meine, das ist natürlich die safe Nummer. Ja, und damit. Na, lass das andere nehmen. Ne, aber L-Kapitän bin ja ich. So. Also man sieht natürlich klar, hier in diesem ganzen Menü, ne, da kann man den ganzen Charakter quasi bearbeiten. Kuro! Was Holger? Hältst du davon? AJ Styles, sollen wir den mal ein bisschen. Als ja, bequatschen wir. Ich quatsch mal mit dem. I still can't believe it's really all over for you and Red. Ah, okay. Yeah. AJ. I know. It is starting to sink in, though. Just this morning, I was thinking about that time we faced each other in a Falls Count Anywhere match. Man, that was brutal. Zurecht. Yeah. But thanks to you in that match, now every time my jaw hurts, I know it's gonna rain. Okay. Really? Maybe you should get that checked out. Ganz ehrlich? No way. You might be the champ who runs the camp, but I'm the champ who knows when it's damp. Wie hat das? Ich finde den Blick von AJ Styles sehr angemessen. Wie hat das Trey in die Hall of Fame geschafft? How? Yeah, that doesn't quite have the same ring to it. Pull that match up on your phone if you don't mind. So. El Capitan AJ Styles, Falls Count Anywhere. Na klar, klar, so kann man gleich mal anfangen hier. Und AJ Styles zögert nicht. AJ Styles. Geht direkt in die Vollen. AJ Styles. Oh Mann, der AJ, der gibt's mir aber schmutzig. Sag mal, ich hab doch in meinem Skillbaum hier von El Capitan alles an Reversals irgendwie eingestellt, was möglich ist. Und jetzt habe ich hier da unten gerade mal anderthalb oder was? Zwei? Brauchst du mehr? Naja, brauchen. Brauchen ist eine Sache. Das ist El Capitan! Papa! Papa ist nämlich ein Schlachthof. Papa! Ich glaube, mein Schlachtruf wäre auf ins Getümmel. Das wäre mein Schlachtruf. Dein Schlachtruf ist natürlich BAM! BAM! BABY! Nee, auf ins Getümmel. Das wäre mein Schlachtruf. Und, AJ? Schmerzhaft, oder? Wie wäre das, wenn ich da drauf renne? Oder da drunter durchflutsche? Oh! Oh! Ja, hallihallo! Hallihallo, ich muss durch Pin oder Aufgabe gewinnen. Ich glaube, das schaffe ich. So. Sir AJ. Schau nochmal genau hin. Wir sind übrigens bei Extreme Rules. Das möchte ich an dieser Stelle anmerken, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Und das ist ein Match, in dem man nicht ausgezählt werden kann. Oh! Captain ist schon kräftig, ne? Schau, ist auch hier. Ah, AJ, ich mach dich so fertig. Ich mach dich so fertig. Patz! Nein, ich will nicht raus. Nicht rein. So. Ich will da hoch. Na gut. Dann halt nicht.
Was für ein Sucker Punch. Und Alabama Slammer! Und machst daraus jetzt noch mindestens ein 4-Sterne-Match, oder? Habe ich vor. Ich meine, wir haben bisher, jetzt mal ehrlich, die Matches, die wir bisher bestritten haben, das waren alle so 2, 2,5, wenn es hochkommt, ne, Sterne. Und jetzt lassen wir mal ein bisschen hier auch ein bisschen glänzen. Ja. So. Das wollte ich eigentlich gar nicht, das war ein Fehler, das muss ich nochmal machen. Ich wollte es anders. So. Genau. Weil die Move-Vielfalt, du weißt, die Move-Vielfalt ist ganz, ganz wichtig. Mhm. What a Headbutt. Was möchtest du gerne, was ich mit AJ Styles noch anschaue? Hast du Wünsche? Ja, ich hätte gerne Powerbomb vom Turnbuckle. Gut. Ist ja nicht so, dass wir das jetzt hier nicht irgendwie... Ne? Aus dem Ring raus. Cool, also du kannst das jetzt hier nicht... Boah, ich stehe auf was... Schau mal hier, das ist eine Reverse Powerbomb. Und schmeißt sie dann einfach vom Turnbuckle aus dem Ring an die Zuschauer vorbei, durch den Ausgang. In der Luft durchs Kommentatorenpult. Aus der Arena raus. Übrigens, wie fandet ihr den Auftritt von Dio Madden? Fand ich gut. Reicht dir das an Powerbombs übrigens? Ja, genau, jetzt reicht es. Ist ja nicht so. Wenn der Kuro sich was wünscht, ja, dann erfülle ich das natürlich, weil Kuro ist ja für mich wie Red für Trey. Genau. Nicht umgekehrt. So. Ich bin fast dafür. Was hast du eigentlich für einen Finisher? Das war gerade mein Finisher. Das war dein Finisher? Klar. Ich liebe die Triple Powerbomb. Und warum kommt AJ Styles nochmal zurück? Der ist doch quasi nicht mehr existent. Ja, aber er ist der Champ. Der jetzt schnell, schnell, Champ schnell, 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 schnell. Ja, ja, schnell, schnell. Bam, Bats. Ex-Handle. Ist auf jeden Fall schon sehr, Temple. Sehr High-Flyer-mäßig. Ah, AJ Styles. Cool, der hat sogar AJ out. Oberkörper schon lila. Und jetzt, pass auf, der sieht geil aus. Batz! So, was kann ich nämlich auch? Die Fundamentals. So, und jetzt geht's hier nochmal gleich richtig ab. Dann gebe ich nämlich zum Ringseil nochmal eine mit. Ja, klar. Da schallert's aber. Mhm. Ich würde zu gern jetzt hier. Du wolltest ja nur meinen Finisher noch mal sehen. Ja, also wenn du ihn gerade parat hast. Ja, eben jetzt gerade noch nicht, aber ich bin auf dem Weg dahin. Ich würde ihn prinzipiell gerne jetzt. Weil ich habe. Das ist ja die dritte Ringecke, von der ich was mache. Die vierte will dann natürlich auch noch bearbeitet werden. Ist das so das Markenzeichen von. Von El Capitan ja auf jeden Fall. Ja, dass er in jedem Match. Immer mindestens eine Aktion von jedem Ringseil, von jedem Turnbuckle macht. Komm, AJ, kommst du raus? Gewinner, El Capitan. Sorry, es ist kein 4-Sterne-Match geworden. Die Sache ist, unsere Sendezeit ist leider auch begrenzt. Und wir können euch immer nur Ausschnitte zeigen. Heute war es der Ausschnitt aus dem Karrieremodus von WWE 2K20. Was hast du gesagt? Das ist keine Ausrede. Nee, ich habe nicht Ausrede gesagt. Ich habe... Lausebene, da siehst du. Die Lausebene, ja, auf die müssen wir uns gleich wieder begeben, weil das ist, aber wäre jetzt zu viel im Detail. Wie gesagt, das war unser heutiger Kurzeinblick in den Karrieremodus von WWE 2K20. Kuro ist begeistert, ich bin auch angetan, sagen wir es mal so. Nicht zuletzt, weil natürlich El Capitan mit AJ Styles immer ganz kurz den Ringboden aufgewischt hat. Ihr habt das mitbekommen. Dieser ganze Karrieremodus läuft retrospektiv aus der, ich weiß nicht, ob es ein Abend ist oder so eine Phase, eine kurze Phase, bevor Red und Trey in die Hall of Fame eingeführt werden von WWE und sich dann eben zurückerinnern
an Matches, an Situationen aus ihrer Karriere und die wird dann entsprechend nachgespielt. Was ich ehrlich gesagt ziemlich kreativ finde, diesen Ansatz. Ist eine coole Idee, das auf jeden Fall. Ich mag auch die Art und Weise, wie Red und Trey miteinander agieren, dass das immer so ein kleines Hin und Her ist. Ja, die kriegen sich manchmal auch in die Haare. Das ist auf jeden Fall sehr menschelnd. Auf jeden Fall. Und ich bin sehr glücklich mit dem Design. Wie gesagt, ich will es nochmal betonen, wir haben das randomized, also hier so, ne, immer zufällig, bis wir gesagt haben, okay, das ist nice. Und ich finde, das ist wirklich nice. Natürlich kann man hier noch eine Applikation mehr machen, da vielleicht noch ein Tattoo mehr, aber ich bin damit absolut glücklich. Ja, El Capitan ist auf jeden Fall, den würde ich auch so, wenn ich ihn in der WWE sehen würde, würde ich ihm zujubeln. Ja, zu Recht übrigens. So, wir sind immer noch beide jetzt hier Level 3, beide sind noch Rookies, aber das ist ja auch lange her. Aber als Rookie schon AJ Styles im Ring so fertig gemacht zu haben? Das kann nicht jeder von sich behaupten. Kann nicht jeder. So, in diesem Sinne sagt Kuro jetzt Tschüss und ich zock noch ein bisschen weiter. Ja, dann sage ich Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen.